Ich bin der Simon Meyer. Bewegung ist mein Leben. Körperlich und geistig fit sein bedeutet mir alles. Für das trainiere ich täglich. In meiner Lehre bei der Bank Gutzwiller und bei der U18 vom FCB. Im Leben ist es wie im Fußball. Was man zu den Besten gehören, muss man hart an sich arbeiten. Manchmal muss man sich allein durchdribbeln. Aber wirklich stark ist man nur mit einem Team. Ein erfolgreiches Team braucht einen starken Trainer. Ein Trainer, der Talent früh erkennt, weiss, wie man mit Schwächen umgeht und wie man Stärken fördert. Für das braucht es ein gutes Umfeld, das Spitzenleistungen überhaupt erst ermöglicht. Nicht umsonst gehört die Jugendförderung vom FCB zu den besten von Europa. So gute Bedingungen habe ich zum Glück auch bei meiner Ausbildung zum Bankkaufmann. Damit die Banklernenden in der Schweiz alle auf dem gleich hohen Niveau sind, suchen wir neben der Berufsfachschule Kurs im CYP. Hier kriegt jeder Lernende sein eigenes Tablet. Mit dem bin ich immer mit den anderen Lernenden und meinen Ausbildern verbunden. Überall, wo ich bin. Ich kann die Ausbildungspläne anschauen, wenn ich will. Wenn mich fachlich etwas interessiert, schaue ich es schnell nach. Und wenn ich eine Frage habe, diskutiere ich es gerade online im Forum. In meinem Alltag ist es wichtig, dass ich das Gelernte gerade anwenden kann. Ich muss die Theorie direkt mit der Praxis verknüpfen können. Dabei hilft mir meine Praxisausbilderin. Sie ist für mich wie der Trainer im Fußball. Sie coacht mich und hat immer ein offenes Ohr, wenn ich mal nicht weiter weiss. Eine Banklehre ist sehr vielseitig. Natürlich muss man ein gewisses Flair für Zahlen haben. Man muss aber auch immer wissen, was in der Welt passiert. Weil alles, was passiert, hat Einfluss auf die Weltwirtschaft. Extrem lehrreich ist auch immer wieder der Austausch mit erfahrenen Mitarbeitern. Das hilft mir, gewisse Sachen auch einmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Was mir besonders viel Freude macht, ist der direkte Kundenkontakt. So macht das Arbeiten im Team Spass, auch wenn ich viel leisten muss. Damit man im Präsenzkurs vom CYP problemlos an Lehrstoff anknüpfen kann, muss man zuerst einen Vortest bestehen. Besteht man den nicht, muss man nochmal über die Bücher und es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren. Der grosse Vorteil von diesem System ist, dass ich gerade sehe, wo ich noch zu wenig fit bin. So kann ich gezielt aufs nächste Mal anschaffen. So einen Misserfolg zu beichten ist nicht einfach. Weil meine Praxisausbilderin aber dank der Auswertung der Testdaten weiss, wo ich mich verbessern muss, können wir genau am richtigen Ort ansetzen. Diesmal lasse ich gar nichts mehr anbrennen. Jetzt ziehe ich alle Register. Ich gebe noch schnell eine Frage ins Forum ein und während ich im Training bin, arbeiten meine Ausbilder und meine Kollegen für mich im Hintergrund. Lehren ist wie trainieren. Es ist zwar nicht immer angenehm, aber wenn man genau weiss, für was man sich anstrengt und ein klares Ziel hat, fällt es einem viel leichter. Dann stimmen am Schluss auch die Leistung und die Resultate. Wichtig für mich ist, dass ich immer wieder Rückspruch nehmen mit meiner Praxisausbilderin und mit meinem Coach. Sie unterstützen mich dabei, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Beruf und Privatleben. Und wenn man dann noch von so einem Team im Hintergrund unterstützt wird, macht das Lehren sogar Freude. Mit dieser Vorbereitung sollte der Vortest das mal kein Problem mehr sein. Jawohl, dieser Einsatz hat sich gelohnt. Nach einer Niederlage muss man wieder aufstehen und darf nicht den Kopf ins Sand stecken. Nur so entwickelt man sich weiter und hat Erfolg. CYP ist das Ausbildungs- und Kompetenzzentrum für die berufsspezifische Grundbildung. Hier treffen sich pro Jahr mehr als 5'500 Lernende, Mittelschulabsolventen und Erwachsene. CYP ist 2003 von den grössten Schweizer Banken in Zusammenarbeit mit der Schweizer Bankenvereinigung gegründet worden.
mit dem Ziel, einheitliche Standards für Bankausbildungen zu schaffen, damit man gerüstet ist für die zukünftigen Anforderungen von der Arbeitswelt. Das Geniale am Bildungskonzept vom CYP ist, dass man seinen Tagesplan individuell zusammenstellen kann. So besucht man nur das, was einem wirklich weiterbringt. In diesem Modul geht man sehr gezielt auf allgemeine und aktuelle Themen ein, die die Bankenwelt bewegen. Während der Gruppenarbeiten findet jeweils ein regen Austausch statt. So erfährt man auch, wie andere Banken Herausforderungen anpacken. In diesen Diskussionen schaltet sich oft der Ausbilder gezielt ein. So entsteht eine gute Mischung zwischen Eigenleistung und Unterstützung. Man kann gewisse Inhalte nochmal vertiefen, man kann tagesaktuelle Themen in der Gruppe diskutieren und Fragen stellen. Dann kriegt man Antworten, die nicht nur einem selber, sondern auch die anderen weiterbringen. Manchmal muss man auch hartnäckig sein, nachhaken und darf sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden geben. Finanzwirtschaft ist eben keine exakte Wissenschaft. Um das Erlernte dann von der Theorie in die Praxis umzusetzen, machen wir Gruppenarbeiten mit Rollenspiel. Dann merkt man gerade sofort, wie gut man es verstanden hat und wo man noch Defizite hat. So lernen wir in der Gruppe, helfen uns gegenseitig und arbeiten gemeinsam auf ein Ziel an. Unterstützt von modernster Technik und dem Fachwissen der Ausbilder entwickeln wir so Fähigkeiten, die uns eins zu eins in unserem Berufsalltag helfen. Nebenwirkungen aufs Privatleben nicht ausgeschlossen. Im CYP lernt man nicht nur für den Alltag in der Bank, sondern fürs Leben. Man knüpft Beziehungen und baut ein Netzwerk auf, das einem ein Leben lang begleitet. Irgendwann vor denen Rennen spielen. Das wäre traumhaft. Zum Glück holt mich Andrea ab und zu wieder auf den Rasen von der Realität zurück. Aber träumen ist ja nicht verboten. Und so lange schauen wir unseren Helden im Jockeli von aussen zu. Aber egal was passiert, wir sind bestens gewappnet für die Zukunft. Wir machen die beste Bankausbildung der Welt.